Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzliche Willkommen zu einem neuen Video zu Fallout 4. Lange nicht gesehen, wie ihr merkt, mein Kanal geht jetzt langsam fast eigentlich schon wieder in die Oldschool-Richtung von mir. Wieder auf dem Tablet spielen, wieder Fallout 4 spielen. Ich will 2018 jetzt ein bisschen was Älteres, doch noch Frischeres bringen und wir beginnen hier nicht nur mit einem neuen Tablet-Spiel, sondern auch mit Fallout 4, denn ich habe mir was ausgedacht und zwar, ich wollte es eigentlich schon alleine spielen und da dachte ich, hey, kannst du mal aufnehmen, gucken, wie ihr das findet. Wenn ihr das findet, kann ich das gerne weiterführen, wenn nicht, dann ich kann es auch alleine spielen und zwar, ja, wir haben als allererstes halt als Mann gespielt und die Story halt normal nachverfolgt. Doch nun, möchte ich Folgendes spielen, und zwar den richtigen Hardcore-Modus, den wir vorher ja nicht spielen konnten, weil ich das Spiel ja sehr, sehr früh Let's Played habe, zu Release. Damals gab es halt noch nicht diese Möglichkeit, auf diesen Schwierigkeitsgrad anzufangen. Jetzt sieht es anders aus und ich möchte zudem dieses Mal auch eine Frau spielen. Das heißt, einfach nur, wir sehen ein bisschen besser aus als vorher. Naja, ich konzentriere mich halt mehr auf die Settlements. Das heißt, wir werden sehr viel bauen, weil wir auf einem Schwierigkeitsgrad spielen, wo wir halt auch wirklich diesen Support brauchen. Vorher hast du es halt nicht gebraucht und jetzt wird es doch langsam wichtig. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Ururgroßvater in der Armee. Fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn. Den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt, fusionsgetriebene Autos, tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Und die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich, meine Frau und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Krieg bleibt immer gleich. Du wirst es ihnen heute in der Veteranenhalle zeigen, Schatz. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. Ja, da sind wir. Und wie versprochen, wir werden natürlich eine Frau spielen. Was? Nein, ich will. Achso, ich muss erstmal den ändern, ne? Machen wir irgendeinen standardmäßigen. Interessiert uns nicht. Hier, komm. So, Geschlecht. Jetzt bin ich dran, Großer. Ja, lass mich mal ran. So, ich habe schon ein paar Mods installiert, aber wenn ihr noch ein paar Mod-Vorschläge habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ich werde sie dann installieren. Müssen wir erstmal gucken, ob die gut sind, cool sind. Und ich habe mich halt dieses Mal ein bisschen mit Mods zurückgehalten. Wenig Optisches gemacht, das heißt keine Shader oder so. Ja, und wir gucken einfach mal, was machen wir denn mit unserem Gesicht?
Ich möchte gerne die Haare ändern. Und zwar habe ich ein Haarmod extra installiert. Ich glaube, das gefällt mir. Ich habe den besten Friseur, wirklich. Oh, vielen Dank, vielen, vielen, vielen Dank. So, ja, den Rest brauchen wir nicht. Ja, gut, ich verstehe halt nicht von viel von weiblicher Schönlichkeit, Schönheit. Ich sehe nur, es sieht gut aus, das reicht. So. Ich habe den tollsten Ehemann der Welt. Moment. Oh, es ist ja richtig. Oh. Ah, der Horror. Alter Schwede. Na gut. Wir behalten, wie gesagt, die Smoky Eyes. Die sind jetzt hier gerade nicht drin, aber ich mache die gleich wieder rein. Aber ich will ein Nahkämpfer werden und deswegen werden wir uns ein paar blaue Flecken zulegen. Dicke Lippe. Brennung Wange. Ich möchte halt nicht so typisch Frau sein, die makellos ist. Frauen können ruhig Makel haben. Und auch wenn es ein blaues Auge ist, ist halt so. Nein! So. Damit haben wir unsere Frau durch. Wir sehen zwar ein bisschen, ja, kaputt aus, aber ich bin halt eine Schlägerin, ne? Oh, ich weiß, was ich mit dir mache, Freundchen. Ich weiß, was ich mit dir mache. Hallo, schöner Mann. Hallo, schöner Mann. Moment, wir machen den Mann schön hässlich. Wir spielen hier sowieso nicht. Du siehst so gut aus wie am ersten Tag. Dann, wenn ihr euch so kennengelernt habt, dann weiß ich auch nicht. Und wir sind natürlich gebleicht. So, perfekt. Der Mann ist fertig. Warst du beim Friseur? Ja. Okay, gib mir die Frau zurück. Ich würde sagen, das ist ein einprägsames Gesicht. Gut, wir nehmen natürlich die Frau und wir legen los. So, Zudem würde ich gerne so spielen. Sonst habe ich ja mal First Person gespielt. Jetzt werden wir mal so spielen, weil wir spielen ja auch eine Frau. Guten Morgen, Ma'am. Ihr Kaffee. 78,6 Grad Celsius. Perfekt gebrüht. Dankeschön. Die neue Zeitung. Gerade reingekommen. Grognack, der Barbar im Dschungel der Fledermausbabys. Ja, klingt doch gut. So, Cotsworth, ich klappe mir noch eine Nuka-Cola. Oder auch nicht. Eiskalt. Ja, gut. Wir möchten gerne das Spiel beginnen. Ich muss sagen, die Haare gefallen mir. Vielleicht werde ich nochmal zum Friseur gehen. Irgendwann mal die Haare ändern. Aber ich möchte halt mal spielen, wie ich sonst nie gespielt habe. Ich bin Nahkämpfer und ich spiele aus dieser Perspektive. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Ich bin es halt immer gewohnt, so zu spielen, aber nee. Das Baby weint. Ich kümmere mich drum. Jetzt bin ich froh, dass wir Cotsworth haben. Wieso bist du so? Genießen Sie Ihren Kaffee, Ma'am. Der hat nicht die gleiche Hautfarbe wie mir, mein Mann. Warum nicht? Ich meine, ich müsste es ja wissen. Ne, Cotsworth. Knickknack. So. Ich weiß gar nicht mehr, wie man anfängt. Bin ich ganz ehrlich. Oh, wollen wir mal duschen gehen? Oh, es funktioniert nicht. Schade. Na gut. So. Der hübscheste Mann auf der Welt. Guckt ihn euch an. Das ist wieder dieser Vertreter. Warum lässt er uns nicht einfach in Ruhe? Vielleicht solltest du mal mit ihm reden. Ich wette, dann lässt er uns in Ruhe. Na gut. Guten Morgen. Ich komme von Vortec. Oh, mein Pfeilchen. Ich bin die Treppe runtergefallen. In einer Pause und eine Treppe. Waltec? Waltec? Was war das noch? Wir kümmern uns um Sie, Ma'am, und helfen Ihnen, Ihre Zukunft zu sichern. Also, es ist so: Waltec ist der führende Hersteller moderner unterirdischer Atomschutzbunker. Kurz Waltz genannt. Luxuriöse Unterkünfte, in denen Sie im Falle eines Atomschlags unbeschadet überleben können. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Ja, hier bin ich. Hier bin ich. Ja, das sind Sie. Ja, das sind Sie. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben, also werde ich mich kurz fassen. Zeit ist ja heutzutage äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen,
dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Vault 111. Klingt gut. Klingt gut. Oh, das ist es, glauben Sie mir. Nun, Sie haben bereits Zugangserlaubnis für den Fall einer unerwarteten, totalen nuklearen Vernichtung. Ich muss nur noch ein paar Informationen überprüfen, mehr nicht. Lass dir mein Mann auch rein. Die Apokalypse? Da bin ich dabei. Das ist die richtige Einstellung. Nun, also dann. So, ich möchte natürlich Nahkämpfer machen dieses Mal und wir werden also ein bisschen mehr auf Stärke gehen. Zudem muss ich halt auch mehr tragen können auf dem Schwierigkeitsgrad, den ich noch nicht eingestellt habe. Den sollte ich gleich mal einstellen. Wahrnehmung. Wahrnehmung ist das Bewusstsein für deine Umgebung und deinen sechsten Sinn bestimmt die Waffenpräzision. Ja. Wir lassen das jetzt mal bei 1. Wir gucken erstmal. Ausdauer steht für deine physische Fitness. Der Wert bestimmt deine Gesundheit und wie stark das Sprinten deine Aktionspunkte verbraucht. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie zum Gegner kommen. Ich gehe erstmal Richtung 4. Charisma. Meine Fäuste sprechen für mich. Bin ich ganz ehrlich. Intelligenz. Ich war eigentlich nie so wirklich intelligent. Gut, es sind natürlich die Erfahrungspunkte. Allerdings, ich habe es jetzt nicht eilig. Ich hab's ehrlich gesagt nicht eilig. Beweglichkeit repräsentiert deine Reaktionszeit und dein Geschick. Der Wert bestimmt, wie viele Aktionspunkte du hast und wie gut du schleichen kannst. Wir müssen auf jeden Fall gut schleichen können. Glück. So, das heißt, wir gehen auf Intelligenz 3, Charisma 2 und Wahrnehmung 2 und werden dafür noch auf Stärke und Beweglichkeit gehen. Ich denke mal, das sind gute Werte, wobei ich eigentlich bei... Soll ich Charisma runternehmen? Waffenpräzision brauche ich eigentlich gar nicht. Hier Stärke. Ja, ich denke, wir gehen hier auf 7. Hier auf Glück zeigt euch. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Punkt mehr im Glück. Gut. Annehmen. Du musst deinen Charakter einen Namen geben. Achso. Ich heiße natürlich Sera. Von Arsching. So. Das muss ja sein, ne? Wisst ihr ja. Oh, Inter. Gut, perfekt. Ich denke, das sieht gut aus. Das war alles. Ich bringe das jetzt nur noch zum Vault. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Ja, hopp. Danke nochmal. Hey, dann können wir ruhig schlafen. Das ist ein bisschen Papierkram wert. Für dich und Sean ist kein Preis zu hoch. Gute Antwort. Ich habe meine Momente. Na gut, aber wir müssen noch den Schwierigkeitsgrad hochstellen, ne? Na, nicht laden. Einstellungen, Gameplay. Sehr leicht. Überleben. Empfindlichkeit noch von hochstellen. Pip-Boy, App aktivieren brauche ich nicht. Ja, ich denke, das klingt gut. Der Überlebensmodus erweitert das Spiel um zusätzliche Herausforderungen. Es gibt keine Schnellreisen, speichern ist nur während des Schlafens möglich, der Charakter stirbt schneller. Es gibt Krankheiten, Erschöpfung und vieles mehr. Lies den Eintrag Überleben. Genau. Und deswegen werden wir das Ganze wie ein Survival-Spiel spielen. Das heißt, wir werden uns sehr, sehr viel in unserem Zuhause bewegen, das heißt im Settlement. Und ja, wir schauen mal. Ja, ja, komm. Ja, du bist der Vater, das wissen wir doch. Wieso kannst du dich nicht um ihn kümmern? Ich helfe dir gleich, okay? Das ist nicht mal dein Sohn. Also hau ab. Mein Junge macht seiner Mutter doch keine Probleme, oder? Ich habe das Mobile über seiner Wiege letztens repariert. Warum probierst du es nicht mal aus? Kann ich noch rausgehen? Ich habe vergessen, die Augenfarbe zu ändern. Aber ich denke, das können wir noch machen. Das ist mein Junge. Er nimmt sich immer wie sein Vater. Naja. Meistens jedenfalls. Ja, doch, die Hautfarbe könnte stimmen. Ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben. Okay, aber... Holen wir lieber Kürbisse zum Schnitzen. Sir? In dein Gesicht. Das sollten Sie sich mal ansehen. Cotsworth, was ist los? Guckt ihn euch nochmal an, Freunde, bevor wir gehen. Moment, dafür gehe ich extra in diesen Modus.
Ist ja nicht wunderschön? Ich finde auch. Na gut. Gefolgt von... Ja, gefolgt von Blitzen. Grellen Blitzen. Explosionsgeräusche. Wir warten auf Bestätigung. Was? Der Kontakt zu unserem Partner scheint abgebrochen zu sein. Es kommen bestätigte Berichte. Ich wiederhole, bestätigte Berichte über Atomexplosionen in New York und Pennsylvania. Mein Gott. Oh mein Gott. Wir müssen zum Bord. Sofort. Ich hab schon. Gehen wir. Warte, ich muss nochmal zum Spiegel. Ach verdammt. Na gut, laufen wir mal los. So, ich habe übrigens weiblichere Bewegungen reingestellt, deswegen laufen wir so komisch. Oh, wie süß, wie süß. So, ich bin mal gespannt, ob das jetzt was wird. Ich habe doch nichts verloren. Übrigens, ich habe auch eine Mod installiert, die das Commonwealth ein bisschen grüner machen. Einfach nur, weil wir etwas Neues erleben möchten. Weil wir sind ja überall schon durchgegangen, aber mit ein bisschen mehr Grün ist wieder was Neues. Sie kommen nicht rein. Sie können nicht schießen. Oh, 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 oh. Okay, okay. Wir brauchen Sterben. Darf ich hier rein? Dann treten Sie vor. Wenn nicht, gehen Sie nach Hause. Wir müssen reiten. Wir stehen auf der Liste. Kind, männlicher Erwachsener, weiblicher Erwachsener. Okay, danke. Viel Glück, Sir. Sie beide. Möge Gott uns helfen. Was wird aus all den Leuten vor dem Tor? Wir tun, was wir können. Gehen Sie jetzt bitte weiter. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. So, dann sehen wir gleich noch die Bomben explodieren. In die Mitte! Fast geschafft! Ist John okay? Es geht ihm gut. Wir schaffen das. Ich liebe dich. Bist du sicher, dass du das schaffst? Geht das nicht schneller? Da kommt die Druckwelle. Im Übrigen. Wir haben es geschafft. Ja. Alles wird gut. Verlassen Sie bitte den Aufzug und gehen Sie ruhig über die Treppe nach oben. Keine Sorge. Wir bringen Sie alle in Ihrem neuen Zuhause unter. Bord 111. Eine bessere Zukunft im Untergrund. Also gehen wir. Ja, die Treppe hinauf. Ich glaube es nicht. Eine Minute später. Und nein, wir wären alle. Nein, denken Sie nur nicht daran. Sie sind jetzt in Sicherheit. Gehen Sie bitte alle die Treppe hoch und dann durch die Tür. Im Übrigen, ich habe geplant, einmal die Woche so eine Folge zu bringen, weil sie auch ein bisschen länger ist, wie ihr merkt. Bitte geordnet weiter. Weiblich. Willkommen. Männlich. Zu Hause. Hier entlang. Na kommst du, ey. Männlich. Oh, das steckt fest, ist mir egal. Hier entlang, okay. Bitte. Gehen Sie zum Tisch, nehmen Sie sich einen Anzug. Ja, gib her, kennen wir alle schon. Danke. Und was jetzt? Sie dem Arzt hier entlang. Er zeigt Ihnen, wo es hingeht. Also, ich hab eine Questmarkierung, danke. Willkommen. Ich glaube, jetzt lauf schneller. Für alle, die das natürlich noch nie gesehen haben, hier habt ihr die Möglichkeit, nochmal bei mir reinzudrucken. Meine Eltern sind unten in die Sie. Anderen sind natürlich. Wie lange werden wir wohl hier unten sein? Das gehen wir bei der Einweisung durch. Zuerst noch ein paar medizinische Vorkehrungen. Prima, oder? Ich streiche alle die von der Liste, die hier reinkommen. Dass er nicht nur bequem ist, sondern auch gut aussieht. Für die Zukunft, oder? Na gut. Hier werden wir also leben. Hier drin. Entschuldigung. Hier entlang, bitte. Treten Sie hinein und ziehen Sie den Anzug an. Wieso soll ich den drinnen anziehen? Ah, okay. Alle haben mich nackt gesehen, aber egal. Es folgt eine Entseuchung und Dekomprimierung, bevor es tiefer in den Wald geht. Entspannen Sie sich. Zeit für ein ganz neues Leben. Bewohner sicher. Lebenszeichen normal. Vorgang abgeschlossen. In 5, 4, 3. Yeah.
Ja, und so beginnt die Story. Gut, Zeitreisen für Anfänger begonnen. Da ist unser hübscher Mann. Zum Glück ist er eingefroren. So kann er niemanden mehr mit seinem Aussehen belästigen. Und ich bin gespannt, wie unser Sohn aussieht. Habe ich ganz vergessen. So, und ab jetzt wird's halt spannend, weil wir halten nicht viel aus und da sind auch Kakerlaken. Ich glaube, die Kakerlaken sind jetzt nicht so schwer. Wenn wir Terminals sehen, weiß nicht, sag mir Bescheid, ob ich da was vorlesen soll. In der heutigen Folge werde ich das also noch machen. Und beim nächsten Mal vielleicht nicht mehr. Was haben wir denn hier? Überwachungsterminal. Kryoanlage. Kryoanlage offline, vorzeitiger Abbruch führt zu Systemversagen. Vereinzelte manuelle und ferngesteuerte Überbrückung festgestellt. Steuerung deaktiviert. Ja, die Kryoanlagen wurden vorzeitig, ja, ich würde nicht sagen deaktiviert. Ja, deaktiviert schon, aber vorzeitig will ich jetzt nicht sagen. Wir wurden halt hier einfach nur im Stich gelassen. Wir wären in Ewigkeit da weiter eingefroren gewesen. Lebenshaltungssysteme. Offline vorzeitiger Abbruch führt zu Systemversagen. Ja. Kapselinsassenstatus. Ja, die sind wahrscheinlich alle tot. Verstorben. Todesursache. Ersticken aufgrund Versagen der Lebenshaltungssysteme. Cindy Corfran. Verstorben. Genau das gleiche. Mrs. Whitefield. Ups. Mrs. Whitefield, ersticken aufgrund Versagen des Lebenserhaltungsanlagen. Systeme. Meinetwegen auch. Ja, bei allen steht wohl wahrscheinlich dasselbe. Ja, wie gesagt, wurde vorzeitig halt deaktiviert. Das hat dazu geführt, dass alle jetzt tot sind. Vor allem, ja, die sind auf jeden Fall erstickt, nicht erfroren. Naja. Gut, wir wollen hier nicht zu viel Zeit verschwinden. Das ist der Ausgang, den können wir aber wahrscheinlich nicht betreten. Nein. Leider nicht. Ich war mir früher eigentlich sicher, dass man am Anfang noch ein bisschen was findet, aber offensichtlich ja nicht. So. Ach ja, ich wollte ja. Ne? Gucken wir mal, was wir hier noch so finden. Ja, was haben wir hier beim Terminal? Vault 101 Sicherheitsanweisung. Vertraulich, vertraulich, vertraulich. Nur für Sicherheitspersonal. Verstoß VTP 01011. Vault 111 ist dafür ausgelegt, die Langzeitentwicklung des Scheintods bei unwissenden menschlichen Testsubjekten zu ermitteln. Das Sicherheitspersonal ist für die Integrität der Anlage und für die Überwachung der wissenschaftlichen Mitarbeiter verantwortlich. Mitarbeiter dürfen unter keinen Umständen von den ihnen zugewiesenen Pflichten abweichen. Insubordinationsbetriebs sind schwerwiegende Vergehen. Das Sicherheitspersonal ist zur Anwendung tödlicher Gewalt autorisiert. Betriebsprotokoll, Handbuch.
Aufnahme von Bewohnern. Nach Erhalt der Aktivierungsnachricht von Vault-Tec hat sich das gesamte Personal im Eingangsbereich einzufinden, um bei der Aufnahme der Vault-Bewohner zu helfen. Das Sicherheitspersonal ist dabei für die Einhaltung der Ordnung zuständig und hat dafür zu sorgen, dass weder das Personal noch Bewohner versuchen, den Vault zu evakuieren. Das Forschungspersonal ist für die Aufnahme der Bewohner zuständig und eskortiert sie zu der ihnen zugewiesenen Kryokapsel. Nicht verzeichnete Bewohner sollten gebeten werden, ihren Platz zu räumen und falls nötig gewaltsam in Gewahrsam genommen zu werden. Finden sich alle Bewohner in ihren Präservierungskapseln, sind in Gewahrsam genommene Personen zu entsorgen. Die werden zuerst in Gewahrsam genommen, damit die Bewohner halt keinen Schock bekommen und irgendwie nicht in ihre Kapsel wollen. Und dann werden sie halt entsorgt. Keine Ahnung, ab im Mülleimer. Der versiegelte Vault-Eingang darf unter keinen Umständen geöffnet werden. Entwarnung und Evakuierung. Entwarnungsnachricht. Nach einem nuklearen Zwischenfall überwacht Vault-Tec die Oberfläche nach Anzeichen für resultierende Gefahren wie erhöhte Strahlung, feindliche Streitkräfte, weitere Angriffe und andere Fraktionen. Sobald die äußeren Bedingungen als sicher eingestuft werden, erhält dieses Terminal eine Entwarnungsnachricht. Nach Eingang der Entwarnungsnachricht kann das Vault-Tec-Personal nach Ermessen des Aufsehers evakuiert werden. Nachrichten von Organisationen oder Personen, die nicht mit Vault-Tec in Verbindung stehen, dürfen nicht beachtet werden, einschließlich Nachrichten der Regierung und des Militärs. Im Kälteschlaf befindliche Bewohner dürfen nicht gestört oder evakuiert werden. Vault-Tec-Mitarbeiter werden sich ferngesteuert um sie kümmern, nachdem das Personal von Vault 111 evakuiert wurde. Das heißt, selbst wenn es draußen sicher ist, werden wir nicht aufgetaucht. Obligatorische Schutzzeit. Vault 111 wird als kurzfristige Anlage eingestuft. Personal, das nicht im Vault lebt, führt so lange Forschungsarbeiten und grundlegende Wartungsarbeiten durch, bis sie das Entwarnungssignal zur Evakuierung erhalten. Sollte keine Entwarnungsnachricht von Vault-Tec eintreffen, ist es dem Aufseher gestattet, das Personal nach 180 Tagen der Abschottung zu evakuieren. Unter keinen Umständen ist es dem Mitarbeiter von Vault 111 gestattet, den Vault während dieser Schutzzeit zu evakuieren. Es sei denn, sie erhalten eine Entwarnungsnachricht von Vault-Tec. Gut, was hier genau passiert ist, das werden wir vielleicht noch erfahren. Wer weiß. Huch, was habe ich mitgenommen? Ich weiß es nicht. Was war das? Sicherheitsaufzeichnung? Gut, wir machen mal Samstag, der... Was? 23. Oktober. Oh Gott, es ist tatsächlich passiert. Die Welt geht unter. Wir haben die Bewohner gerade so reinholen können. Es haben nicht alle geschafft. Jetzt sind nur noch wir und die Eisklötze hier. Ich versteh's nicht. Die Eierköpfe haben mir versucht zu erklären, dass es Teil eines großen Experiments ist, sie einzufrieren. Für eine bessere Zukunft oder so. Ich weiß nicht, irgendwie ist es falsch, dass wir ihnen immer freundlich zugelächelt haben, bevor sie uns auf Eis gelegt wurden. Bevor sie von uns. Hätten wir es ihnen nicht sagen sollen? Ich weiß es nicht, vielleicht. Samstag. Zwei Monate und zwei Tage später. Weihnachten unter der Erde. Hab mich mit den anderen Jungs von der Sicherheit und den Verwaltungsmitarbeitern zusammengetan und eine kleine Party geschmissen. Das beste Geschenk des Abends war ein fancy Letzkuchen, der nicht zu dröge war. Keiner der Wissenschaftler ist gekommen, der Aufseher auch nicht. Ich verstehe die nicht. Versuchen sie etwas vor uns zu verbergen? Noch ein Geheimnis der Firma, das nur für die hohen Tiere bestimmt ist? Egal. Nur ein paar Monate, dann sollte das Entwarnungssignal kommen und wir können uns endlich an den Wiederaufbau machen. Ja, März, ein paar Monate später. Nur noch ein paar Wochen, dann ist die obligatorische Schutzzeit vorbei. Die Leute drehen schon langsam durch. Einige glauben sogar, dass es kein Entwarnungssignal geben wird. Hier unten können wir nicht mehr lange bleiben. Das steht zumindest schon mal fest. Und ich meine damit nicht, dass ich seit über 6 Monaten denselben Pausenraum und dasselbe Bett anstarren muss. Ich meine damit, dass wir nur noch Lebensmittel für ein paar Monate haben. Höchstens. Der Aufseher wiederholt immer nur, dass wir Geduld haben und uns auf die Arbeit konzentrieren sollten. Er verheimlicht uns etwas, da bin ich mir sicher. Hier geht irgendwas Übles vor, das spüre ich. Der 23. April 2078. Die Haupttür zum Vault-Ausgang ist defekt. Der einzige Weg nach draußen führt durch den Fluchttunnel des Aufsehers. Wie praktisch für ihn. Er lässt die Tür zu seinem Büro rund um die Uhr von einem Mitarbeiter des Wissenschaftsteams bewachen. Sie haben sogar einen kleinen Kontrollpunkt eingerichtet. Wurde heute Abend zu einem Treffen eingeladen, nur für Leute von der Verwaltung und der Sicherheit.
Klingt, als gäbe es noch mehr Unzufriedene. Letzter Eintrag. Es kommt kein Entwarnungssignal von Voltec. Wir müssen hier raus. Wir haben kaum noch was zu essen. Ich hätte Stanley fast umgebracht, weil er einen Salzcracker auf den Boden fallen gelassen hat. Ein paar von uns haben mit dem Aufseher darüber gesprochen, den Vault zu öffnen. Ich hätte nie gedacht, dass ein so kleiner Mann so laut schreien kann. Jetzt hat er sich mit dem Wissenschaftsteam in sein Büro eingeschlossen. Wir sollen ihnen unsere Lebensmittel, unsere Waffen und unsere Medizin übergeben, sonst hätten wir mit Konsequenzen zu rechnen. Ich habe mit allen geredet. Es ist soweit. Wir verlassen jetzt den Vault. Auf die eine oder auf die andere Weise. Ja, die Frage ist, wie ist das Ganze ausgegangen? Oh, wir haben hier ein paar Stühlchen, ne? Mal gucken. Was mir auf jeden Fall auffällt, oder eingefallen ist, besser gesagt, wir haben selbstverständlich nie unsere Vault zusammengebaut, unsere eigene. Vielleicht werden wir das auch nochmal machen. Wäre vielleicht mal eine Idee. Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt schleichend hier durch und versuchen irgendwie die Kakerlaken zu zertrümmern. Wir haben überall genug Stärke. Also wir werden höchstwahrscheinlich zu Anfang auch Schusswaffen benutzen. Lauf doch nicht weg! Was ist denn los mit dir? Hey! Hey! Du läufst doch weg! Boom! Denn, Riesenkakerlaken? Was zum Teufel? Denn wir haben nicht viel Leben und wir werden sofort weggeballert. Deswegen am Anfang noch ein bisschen schleichen und versuchen, dass wir sie irgendwie von hinten ein bisschen K.O. schlagen können. Das wäre cool. Ressourcen werde ich erst später sammeln. Gucken wir erstmal, dass wir hier lebend rauskommen und vielleicht eine Waffe zu bekommen für den Anfang. Kakerlaken müssten da aufs Maul kriegen, ne? Entdeckt? Von was? Hä? Die Kakerlake? Halt, Moment, wir haben die Kakerlaken nicht auseinandergenommen. Wir brauchen all den Loot. Wo war der Scheiß jetzt? Da. Oh, die hatte nicht mal was. Naja. Was soll's? Gut, hier finden wir sowieso noch nichts Großartiges in der Vault. Erst zum Ende, höchstwahrscheinlich. Na, was heißt höchstwahrscheinlich? Ich kenne den Vault. Ja! Ja! Oh, shit. Okay, dem haben wir was Maul gegeben. Kakerlaken sind noch einfach. Na, ist gut, dann müssen wir hier nicht schleichen. Ich habe gedacht, wir kriegen mehr Probleme. Aber so weit, so gut. Kein Problem. So. Ich weiß noch nicht, wie wir agieren werden, wenn wir krank werden oder so. Bei bestimmten Ereignissen, darunter Treffen von Kreaturen, der Gebrauch von Champs oder was? Adrenalin erhöht den Schaden, bleib wach und töte mehr Feinde, um den Bonus zu erhöhen. Durch Schlafen wird er verringert. Okay, viele neue Mechaniken für mich. So, eine Menge Stims. 10 mm Patrone, eine Pistole. Unsere erste sozusagen. Gut. Gucken wir erstmal. Was haben wir denn da? Ein Terminal, das nicht funktioniert? Doch. So. So. Anweisung für Aufseher. Vertraulich. Haben wir das schon mal gelesen? Oder keine Umstände schlaft? Ich glaube schon. Flolator, ich habe lange davon. Ah, okay. Ich habe lange davon geträumt, den Kälteschlaf in mobiler Form zu ermöglichen. Der Kryolator ist mein neuester Versuch. Glücklicherweise verfügen wir über ausreichende Mengen der benötigten Chemikalien und Komponenten, um am Prototyp arbeiten zu können. Ein schöner Zeitvertreib, während wir auf grünes Licht warten, bis die Bomben fallen. Kennen wir schon? Aufseher Logbuch. Vorbereitung. Die abschließende Einweisung der Mitarbeiter ist beendet. Alle bis auf ein paar wenige Bewohner von Sanctuary Hills wurden registriert und einige aus Concord ebenfalls. Voltec-Kontrolleure waren diese Woche da, um eine technische Abnahme durchzuführen. Der Vault ist startklar. Ich stelle mir vor, welche Wunder unsere Bewohner zu sehen bekommen werden. Das Gefühl, in die Zukunft zu reisen. Ich wünschte fast, ich könnte dabei sein und unsere vielversprechende Zukunft mit eigenen Augen sehen. Vielleicht bist du ein Ghoul geworden. Hast du es gesehen?
23. Oktober. Es ist passiert. Wir hatten Glück, dass die meisten Mitarbeiter in der Nähe waren, als die erste Warnung kam. Wir hatten weniger Zeit als erwartet, aber nur Nordhagen fehlte, als wir den Eingang versiegelten. Die Aufnahme der Bewohner lief problemlos. Alle waren da, sogar die Familie, die bis zur letzten Minute gewartet hatten. Ich hatte mir Sorgen gemacht, dass die Leute mehr Verdacht hegten, aber dafür ging wohl alles zu schnell. Sie müssen von allem zu überwältigt gewesen sein, um die Kryokammern in Frage zu stellen. Systemdefekt. Komischer Vorfall heute mit Kapsel C3. Das Objekt schien Herzrasen zu haben. Nichts Lebensbedrohliches, aber ungewöhnlich. Wir haben beinahe zu spät bemerkt, dass die Kapsel eine Fehlfunktion hatte. Das Kryosystem hätte fast angefangen, sie aufzutauen. Wir sind uns nicht sicher, aber ich vermute, ein Fehler in Vortecs externen Überbrückungssystem hat dazu geführt, dass ein fehlgeleitetes Signal gesendet wurde. Wir müssen wachsam sein. Ich hoffe nur, dass ihre Systeme zuverlässig weiterarbeiten, wenn wir erst das Personal evakuiert haben. Vorräte werden knapp. Es gab noch kein Entwarnungssignal, obwohl die 180-tägige obligatorische Schutzzeit bald vorbei ist. Es war nicht vorgesehen, dass die Vorräte viel länger reichen, und trotz meiner Bemühungen beginnen die Leute sich zu fragen, was wir eigentlich noch hier unten machen. Wenn die anderen glauben, dass wir einfach gehen können, wenn die 180 Tage um sind, dann sind sie verrückt. Die radioaktive Strahlung wäre immer noch stark genug, um jeden zu grillen, wenn wir die Vault-Versiegelung so früh öffnen. Der ganze Sinn der Entwarnung war der Empfang weiterer Anweisungen und der Zentrale. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann den Vault nicht öffnen und unsere Vorräte reichen nicht ewig. Ich muss einfach alles unter Kontrolle halten, bis die Entwarnung kommt. Er hat halt bis zum Schluss noch auf die Entwarnung gewartet. Er hatte halt Angst, dass er die Tür öffnet und alle verbrennen einfach. Also war er ja ein Guter, muss man dazu sagen. Meuterei. Eine Gruppe unter der Führung des Sicherheitspersonals hat sich an mich gewendet und verlangt, den Vault verlassen zu dürfen. Ich werde nicht die Tür öffnen, um da draußen verstrahlt zu werden. Ich sammle die verbliebenen Vorräte zusammen und sperre die Mitarbeiter ein. Wir müssen anfangen, Prioritäten zu setzen. Wer wie viel von den wenigen Rationen erhält. Ich war mit den Rationen dummerweise viel zu großzügig. Und wenn es manchen nicht gefällt, nun, dann haben wir eben weniger Mäuler zu stopfen. Ja, dann wurde höchstwahrscheinlich erschlagen. Der Personal-Evakuierungstunnel ist jetzt geöffnet. Erinnern Sie alle Mitarbeiter daran, sich angemessen zu verhalten und dem Abschaltprotokoll zu folgen, bevor Sie Vault 111 verlassen und anschließend neu versiegeln. Bitte bewahren Sie alle Aufzeichnungen und Forschungsergebnisse Ihrer Mitarbeiter auf. Wenden Sie sich an Ihren Vault-Tech-Vorgesetzten, um weitere Anweisungen zu erhalten. Ja, wir können raus. So, ich habe gehört, dass man den Kryolator mit dem Hund rausholen kann. Das heißt, wir werden wahrscheinlich sehr früh wieder herkommen. Hier ist gerade Pre-War. Geld? Naja, egal. Ist halt so. Haben wir ein paar englische Sachen drin. Stört ja niemanden. Das liegt höchstwahrscheinlich an den Mods 10mm Patronen. Ich werde hier mal ganz kurz... Okay. Ich werde hier nicht ganz kurz speichern. Wir können nur speichern, wenn wir schlafen gehen. Es wird auch so bleiben, ich werde dafür keinen Mod installieren. Ich möchte halt richtig auch die Angst haben, draußen zu sein und aufs Maul zu kriegen. Huch, ach ja, ich habe eine Waffe. Oh Gott, so zu zielen ist echt schwer. Ah Gott, wie kann man so spielen? Ich muss das wohl hinkriegen. Ich möchte halt auch diese neue Erfahrung mal genießen, in diesem Modus. Ha! Oh Gott! Ich bin halt tot. Ich gehe raus und bin jetzt einfach tot. Ich sollte mir ein paar Stims reinziehen. Ach ja, kann ich ja noch gar nicht. Was passiert eigentlich, wenn ich hier sterbe? An den Kakerlaken? Ja, ich habe die Waffe nachgeladen, alles gut. Ich will nicht an Kakerlaken sterben. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so früh aufpassen muss, dass da so ein Horde Kakerlaken kommt. WTF? Okay, ich kann überhaupt nicht zielen. Das hätte mir ja nicht bewusst sein sollen. Was ist hier passiert? Wo sind alle? Tot. Siehst du doch. Ich meine, bist du blind? Oh oh. Ich zeige euch mal, wie ich so... Seht ihr? So ist das viel einfacher zu zielen. Ich habe keine Ahnung. Ich laufe trotzdem so rum. Ich werde das hinkriegen.
Vielleicht werde ich mit Schusswaffen lieber so rumlaufen und wenn wir dann... Ja, genau, das ist eine gute Idee. Mit Schusswaffen laufe ich lieber so rum, weil ihr habt gesehen, wie ich ziele, wenn wir so laufen. Ich habe keine Ahnung. Das macht eigentlich überhaupt keinen Unterschied, oder? Naja. Mit Schusswaffen laufe ich dann so und mit Knüppel laufe ich so. Das ist doch angebracht. Der Pip-Boy, guckt ihn euch an. Der gute Alte. So, wir können uns jetzt theoretisch heilen. Ich bin geheilt irgendwie, ne? Hm. Naja. Adrenalin, Schaden plus 10. Ah, ich verstehe. Je länger ich nicht speichere, umso stärker werde ich. Das, liebe Freunde, ist richtig gemein. Naja. Ich will trotzdem schlafen. Ich bin Schisser. Zeigt Eisen für Anfänger. Auch die gute alte Karte. Ich weiß nicht, ob ich dafür noch mal eine Mods installiere. Stims. Waren unter Inventar und muss ich erstmal neu daran gewöhnen, ey. Hilfsmittel Stims da. Favorisieren. Achso, die sind schon favorisiert. Na gut. Das ist doch gut. Na gut. Ich bin gar nicht geheilt. Die haben mich verarscht und ich gehe jetzt raus. Auf geht's, Freunde. Und somit beginnt unsere Reise da draußen. Ins Ödland im Hardcore-Modus. Okay, Stims werden auf jeden Fall nicht sehr hilfreich sein. Oh, wir laden uns auch so. Oh Gott. Okay, vielleicht muss ich mehr auf Essen gehen. Mal gucken. Wir müssen auf jeden Fall eine Siedlung aufbauen. Das wird ganz, ganz wichtig sein für dieses Spiel. Für diesen Schwierigkeitsgrad. Ohne Siedlung werden wir draufgehen. Lass mich durch. So, Aussehen verändern. Blaue Augen, Freunde. Blaue Augen. So, im Gesicht bitte die Augenfarbe. Farbe. So, ich möchte natürlich die hübsche Farbe haben. Blassgrau, aha. Hellblau. Eigentlich müssen wir also so ein Braun nehmen, ne? Bernsteinbraun. Braun. Aber wir nehmen hellblau. Aber das passt nicht, ne? Wir nehmen blassblau. Es sieht aus, als wäre ich blind. Ja, komm, scheiß drauf, hellblau. Meine Augen sind ja auch hellblau, irgendwo. Na gut. Erledigt. Vault verlassen. Viel Spaß bei Ihrer Rückkehr zur Oberfläche. Ja, danke. Geh nach Hause. Das sagt sich so einfach. Na gut, ihr seht schon, das Wasteland ist ein bisschen grüner geworden. Und wir werden jetzt erstmal nach Hause gehen. Noch sieht die Stadt voll bunt aus. Bald nicht mehr, ich werde sie nämlich komplett auseinandernehmen. Da war doch irgendwo eine Hütte, ne? Ja.
Sehr schön. Was haben wir hier? Nuka-Cola-Flaschen. Ich glaube, die konnten wir mit Wasser füllen, ne? Da haben wir noch eine Nuka-Cola. Ich muss hier echt alles mitnehmen. Stims, Redaway. Schraubenschlüssel. Wir nehmen erstmal alles mit. Ist ja klar, wir brauchen das ja auch. Na gut. Gucken wir, dass wir erstmal überleben. Aber seht mal, Leichen, das ist schon mal ein guter Weg hier. Ah, hier sind die ganzen. Ah, hier sind die ganzen Leute gestorben, die hier gewartet haben. Aber leider haben die mir kein Blut da gelassen. Warum nicht? Oh, das sieht schon hübsch aus, muss man schon sagen. Oh, Blume. Cool, nehme ich. Ich nehme alles mit. Kann das gut gebrauchen. Ist das schon ein Tierchen? Sieht aus wie ein Fuchs oder so, ne? Ne, ist ein Stück Holz. Naja. Hier haben wir auf jeden Fall Wasser, ist aber wahrscheinlich verstrahlt. Jep, das ist verstrahlt. Na gut, aber zumindest haben wir getrunken. Ein bisschen Wasser tut gut. So, das heißt, erstmal auf zur Stadt. Da werde ich alles auseinandernehmen. Das heißt, auch einen kleinen Cut setzen. Sanctuary entdeckt. Und alle unwichtigen Gebäude sind bereits weg. Deswegen sieht das hier so komisch aus. Deswegen stehen die Gebäude und die ganzen Sachen liegen noch in der Luft. Aber ich möchte hier erstmal looten, bevor wir anfangen, hier alles wegzunehmen. Eine Coca-Cola-Flasche meinetwegen. Blechdose kann man auch gebrauchen. Geld, sauberer grauer Anzug. Weiß nicht, ob wir mit dem Anzug irgendwas anfangen können. Da ist ein Radio. Zumindest können wir jetzt nichts verfehlen. Als allererstes, wenn ich hier später alles weggetan habe, werden wir definitiv gucken, dass wir erstmal eine kleine Hütte aufbauen hier, wo wir schlafen können, weil ich will unbedingt schlafen gehen, bevor ich überhaupt rausgehe. Und dann erkunden wir erstmal die Gegend. Sammeln ein bisschen Vorräte, bauen nochmal alles um. Also hier wird es, ich würde fast schon sagen, hauptsächlich darum gehen, Sachen zu sammeln und zu überleben. Ja, ja, wie gesagt, ein paar Mods installiert. Und wir gucken mal. Es gibt, seitdem ich das gespielt habe, neue Updates. Mit vielen neuen Sachen und die werden wir uns auf jeden Fall noch reinziehen. Provisorische Bombe. Hätte ich doch nur eine Haarklammer. Tja, hättest du nur Einsteiger. Oh, kriege ich das hin? Bits. Okay, Bits war schon mal nicht. Treffer 3. Das heißt irgendwas mit Its wahrscheinlich, ne? Das wären nur 2 Treffer. Mal gucken. Chip. Ray, nein. Hä? Witz. Bin drin. Das war einfach. Sanctuary Hills. Hier haben wir die Bewohner. Er ist völlig mit den Nerven fertig und muss sich dringend entspannen. Das sage ich ihm schon die ganze Zeit und biete ihm sogar Hilfe an. Aber bis jetzt keine Chance. So wie er aussieht, behandelt er sich selbst mit einer Kuchendiät. Auf jeden Fall nicht mein Mann. Baker. Der beste Scheißjob mit Aluhut. Bringt Kohle für 7 Ampullen Daytripper die Woche. Pfeift sich bestimmt jeden Tag eine rein. Alles, was recht ist, um in die Gänge zu kommen. Rosa. Versuche immer noch ihr etwas Buffout zu besorgen. Hätte nicht erwartet, dass es von der Rationierung betroffen ist. Aber es ist, wie es ist. Aha, das heißt, dieses Terminal ist quasi geschrieben worden nach der Katastrophe. Jahim. Er ist scharf auf einen Stoff, der sich Psycho nennt. Keine Ahnung, ob es das Zeug wirklich gibt. Und falls ja, will ich wirklich, dass dieser Neandertaler es sich reinschmeißt? Ich schätze, alles hängt davon ab, wie viel er dafür hinlegen will. Ich fühle mal bei meiner Armee-Connection vor, vielleicht bringt das ja was. Russell. Sie schulden mir immer noch Geld.
für die letzte Lieferung Ixel. Dabei bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob die wirklich für sie war. Denn so wahr mir Gott helfe, wenn ich rausfinde, dass sie diese Hunde aufgemotzt haben, werden wir über mehr reden müssen als die Kohle. Aber über das Reden sind wir wohl sowieso schon hinaus. Ich weiß, dass sie einen Bodensafe da drin haben. Ich habe ihn gesehen. Im großen Schlafzimmer unter der Kommode dürfte kein Problem werden, den zu knacken. Oh, den finde ich schon noch. Concord. Zieht sich nach wie vor ein paar Dandy aus die Woche rein. Ist zwar ein affektiertes, pseudo-intellektuelles Arschloch, aber er zahlt gutes Geld. Williams. Er will Maddox, so viel ich kriegen kann. Hat mir nicht gesagt, warum. Geht mich ja auch nichts an. Bestimmt irgendeine langfristige Schmerztherapie. Ist er krank? Anders. Kinder sind eigentlich ein No-Go, aber dieses Mädchen hat einen gewissen Stil und sie will partout nichts einschmeißen. Hat 20 Blutpakete bestellt für irgendeinen Halloween-Gag oder so. Oder sie ist wirklich ein Vampir. Was interessiert es mich? Ist ja das Geld ihres Vaters. Also doch vor dem Krieg. Boston, Isaacs. Student am CIT. Will Daytripper, XL und eine ganze Palette, ja Palette Mentats. Ich weiß nicht, ob er irgendwelche verrückten Experimente plant, das Zeug an die anderen Eierköpfe zu verschenken oder kurz vor einem Nervenzusammenbruch steht. Ist mir auch egal, solange er gutes Geld zahlt. Mentats sind dafür da, um vorübergehend die Intelligenz zu steigern. Ward. Junges Ehepaar holt sich jede Woche ein paar Daytripper. Kleine Menge, coole Leute, keine Probleme. McDermott. Bulle, schon ewig Buffout-Kunde. Hab allmählich Probleme mit dem Nachschub. Ist viele Jahre gut gelaufen. Ich hasse es, die Sache beenden zu müssen. Aber ich will nicht riskieren, dass er auf einmal gesetzestreu wird, wenn er nicht kriegt, was er will. Wäre sehr schlecht für mich. Sipuls. Die alte Dame hat ihre Dandy-O-Bestellung aufgestockt. Merkwürdig, aber profitabel. Sonstiges. Malcolm. Potenzieller neuer Kunde in Charlestown verlangt Maddox, wirkt seltsam panisch, vielleicht ein zu ehrgeiziger Bulle, muss vorsichtig sein. Ups. Ja, ist ja gut. Ist ja gut! Duchesne. Unterwäschemodel von Braintree. Hübsch, intelligent, ziemlich durchgeknallt, hat immer nur Stimpaks bestellt. Mindestens 10 pro Woche, meine Fantasie spielt verrückt. Oh Mann, die muss durchhalten können. Naja gut, ich habe eigentlich gedacht, wir können den Safe damit öffnen, aber... Ist halt so. Oh, Maddox. Das wird alles später schön auseinandergebaut. Aber gut, gehen wir erstmal weiter. So, hier haben wir auch schon angeguckt. Unter der Kommode. Kannst du mal sterben? Wer das? Ich habe überhaupt kein Zielvisier. Merke ich gerade erst, wenn ich so ziele. Naja, egal, das muss reichen. Gut. Ich weiß nicht, ich möchte halt gerne so spielen. Einfach nur, um meine Figur zu sehen. Ich werde mich schon dran gewöhnen an Schießen. Ich meine, ich schieße ja sowieso nicht viel. Hier haben wir alles schon unter die Lupe genommen, ne? Mit Kotzwolf reden wir später. Jetzt erstmal hier. Hier haben wir noch eine Waffenwerkbank. Irgendein Scheiß. Mal gucken, vielleicht baue ich mir aus dem alten Schrott ja auch noch irgendwie ein Zuhause oder so. Hier ist, ich meine, der Schrank ist ja noch ganz gut und so, ne? Na, Klammer. Gut, wir laufen kurz zurück. Ich brauche den Stuff. Wie mein Haar in der Luft fliegt. Okay. Ich meine, ich habe mir extra diese Animation geholt. Damit wir die Frau sehen können, also muss ich auch so rumlaufen können. War zwar schön, die ersten paar Minuten so rumzulaufen zu können wie früher, aber darum geht's ja nicht. Soll schwer sein für mich. Soll richtig schön schwer sein. Das war nicht der Ort, ne? So, da ist der Safe. Ja, ich weiß, wie es funktioniert. Oh, Jackpot. Oh, gib mir alles. Level up. Nice. Okay, gucken wir erstmal nach. Kanalisiere dein Chi, um eine zerstörerische Wut zu entfesseln. Waffenlose Angriffe fügen deinem Gegner 20% mehr Schaden zu.
Erste Liga, streng dich richtig an, deine Nahkampfwaffen verursachen 20% mehr Schaden. Ich werde wahrscheinlich auf beides gehen, weil. Ja. Hab ich Bock drauf. So, was haben wir noch? Schmied brauchen wir alles noch nicht. Packiesel werden wir später, früher oder später machen. Gut. Ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall erstmal erste Liga. Ein bisschen mehr Schaden tut ganz gut. Brauchen wir noch eine Waffe, mit der wir zuschlagen können. Ja, nur noch. Ja, schön. Was haben wir hier noch? Hier waren wir gerade eben, ne? Ja. Das Haus werden wir abreißen. Hier haben wir noch was. Oh. Blähfliege. Ach du Scheiße, das wird... Ich glaube, beim Schleichen ist es noch am besten, wenn ich da... Zack. Die einfach wegballer. Bevor die mich töten. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich hier sterbe. Oh, alles ist gut gegangen. Oh, ich habe noch nicht gespeichert. Shit. Okay, der wird ein bisschen schwerer sein. Nein. Komm schon, Glück sei mein. Verdammt. Okay, okay, okay. Bitte nicht abbrechen. Oh mein Gott, das war, glaube ich, der letzte Versuch. Gib mir einfach alles, was du hast. Sehr schön. Blähfliegenfleisch. Ja, ich werde auch langsam müde. Aber das ist ja gut. Müde zu werden ist gut. Ich. Gut, den Rest sammle ich so ein. Was haben wir hier noch so Schönes? Hier der Raum. Das nehme ich mit. Kronkorkenvorrat kann man gut gebrauchen. Oh, das wird gut tun, hier alles nachher auseinanderzubauen. Die ganzen Ressourcen zu sammeln. Oh, Munition. So. Haben wir hier noch irgendwas? Irgendwo muss hier auf jeden Fall noch der Tresor sein. Aber ich, meine Haarklammer ist so gut wie kaputt, selbst wenn wir ihn finden. Es wird nicht gut ausgehen. Oh Gott. Okay. Oh mein Gott. Gib mir euren Stuff. Ich brauche alles, was ich kriegen kann, um überleben zu können. Ich freue mich schon, wenn meine Bude ein bisschen aufgebaut ist. Und ich wenigstens eine Möglichkeit habe zu überleben. Wir werden höchstwahrscheinlich öfter sterben. Dann ist das halt so. Ich versuche aber so gut wie möglich halt zu überleben. Wenn ich sterbe, habe ich immer noch die Möglichkeit zu schneiden und bis zu diesem Punkt selber nochmal zu spielen. Na gut, hier haben wir auch eine Powerstation. Perfekt. Ich denke, ich werde mich entweder hier aufbauen oder da auf diesem Platz. Bei einem der beiden Plätze werde ich mich auf jeden Fall aufbauen. Wir haben durch die Mod, die ich alle installiert habe, halt sehr viel Platz zum Bauen. Wir können alles hier möglich rausrupfen. Die ganzen Gräser und so. Das wird schon, das wird hier was ganz Feines, Freunde. Das wird hier was ganz Feines. So, ich würde sagen, wir sprechen jetzt zum Schluss nochmal mit Cotsworth und dann reiße ich hier alles auseinander. Ist denn das die Möglichkeit? Du bist es wirklich.